was mit den Kollegen, die keinen Kaffee mögen. Höflich ist es eine Teemaschine. Da will man einfach nur in Ruhe seinen Job machen, ja? Und da kommt dieses der Muttersöhnchen einfach an und... Das ist ein Muttersöhnchen, das ist der, der von dem Muttersöhnchen ausgelacht wird. Ja, das ist eins mehr wie Muttersöhnchen, verstehst du? Das ist wie... Ach komm, ist doch Schnauz. Nee, danke, ich hab keinen Durst. Außerdem sieht er so scheiße aus. Dafür siehst du super aus, vor allem von den Knien abwärts. Was machst du denn da? Bist du bekloppt? Ich denke, du hast erst aufgehört. Seit ich wieder angefangen habe, weiß ich gar nicht, warum ich aufgehört habe. Hier, weißt du was? Munzel ist ein Muttersöhnchen, was andere Muttersöhnchen auslacht. Hä? Mhm. Vicky, erklär's dir. Vicky, erklär's mir. Ich habe eben mit Hasse telefoniert. Wir machen es folgendermaßen. Munzel versucht, verdeckt als freier Kontakt zu Lermes Prostituierten aufzunehmen. Und du auch. Und Kerstin und du, ihr übernehmt die Überwachung. Nee, ne? Echt jetzt? Wir zahlen Nutten für den Psycho? Nein, Meister, also nochmal. Wir brauchen kein Frühstück. No breakfast. Ich brauche die drei Zimmer bloß für ein paar Stunden. Für mich und meine drei Kollegen. Und nachher kommen noch zwei Frauen vorbei. Und ich brauche eine Quittung für die ganzen Sums, damit mein Chef mir auch die Kohle wiedergibt. Und alles bitte nur Aufschritt, wenn es recht ist. Galowski, Galowski! Oh, Eddie, du sollst doch nicht labil werden. Ich danke recht artig. Viele Männer gehen zu Prostituierten, um zu reden. Mit diesem Ansatz müssen wir versuchen, das Vertrauen der Mädchen zu gewinnen. Davon hängt das alles ab. Wenn wir reden, dann reden die auch. Guck mal, geile Titten. Mach die Titten. Hallo. Das ist doch Quatsch. Können wir mal bitte kurz. Oh, Max, da siehst du mal, was ein richtiger Mann mit einer Frau alles machen kann. Auf so ein Neandertaler-Niveau lasse ich mich gar nicht ein, Eddie. Wenn die echt wären, dann würden die ganz anders wippen. Die wippen aber. Eddie. Die wippen wie Wackelpudding. Ach, echte Titten wippen doch ganz die anders. Die wippen doch in echt, wippen die doch. Früher gab's noch ein richtiges Pornokino am Bahnhof. Wenn du mal Brüste auf einer Leinwand gesehen hast, ja? So richtige Cinemascope-Mäpse. Dann ist das so. Kannst du nicht arbeiten? Wir bewegen uns hier am äußersten Rand der Legalität, das wisst ihr doch genauso gut wie ich. Ich habe das ganze Jahr angeleiert, weil das unsere einzige Chance ist, was gegen Lemmy zu finden. So, jetzt mal nicht labil werden, Meister, ja? Wir haben es im Griff, Chef. Wir haben Mikros da und da. Seht zu, dass ihr das Entscheidende nicht auf der Toilette sagt, dann haben wir nämlich nichts. Vickys Zimmer haben wir auch schon verkabelt, also. Wir sollten die Minibar auch verkabeln. Schätze, ich werde da einige Weisheiten rausholen. Vicky, fürchte ich auch. Vicky, komm. Ja gut, dann, wir haben, dann... Das war schon. Und, hast du Gummis dabei? Oh Mann, du kannst nicht dauern ohne. Aber er hat gesagt, ich sollte... Er hat gesagt. Halt dich darauf. Sie macht das, was ich ihr sage, ja? Mhm, und wer bucht uns denn noch, wenn die Russen alles mitmachen, sogar billiger sind? Ja, ich soll ficken, Lemmy soll denken, umgekehrt wäre ja auch schlecht. Ich will eh aufhören, habe ich Lemmy schon gesagt. Früher oder später kriegen die Bullen euch eh, dann hab ich ein kleines, süßes Nagelstudio oder irgendwie sowas. Und euch haben sie am Arsch. Mein Scherz ist mit dem Bullen. Ist mit dem Aufhören nicht. Ich bin jetzt bei lauwarmem Campari ohne alles. Schon erstaunlich, was die Menschheit für Zeug erfunden hat, um sich abzuschießen. Wenn ihr das bestätigt, dann gebt mir ein Zeichen. Victor, habt ihr von irgendwo diese kleinen... Oh, es wäre wirklich besser, wenn du nüchtern bleiben würdest. Wäre auch besser, ich würde aussehen wie Brad Pitt. Schätze, aber wird beides nicht passieren. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich hab's im Griff. So, bei uns in der Klapse, da gab's auch etliche, die es im Griff hatten. Nette Leute. Einer hat sich selbst erstochen. Er wollte von einem Deo-Roller oben die Kugel aufstechen. Und Deo ist ja auch Alkohol. Und wenn es den üblichen Kram nicht mehr gibt, dann... Dabei ist er an der Kugel abgerutscht. Wo habt ihr überhaupt die ganzen Mikros versteckt? Du bist echt... Ich rühre das Zeug heute nicht mehr an, okay? Manchmal hat das echt drauf. Das muss man ihm lassen. Hä? Ach, vergiss. So wippen die nämlich.
Ja, Lena, ich bin's. Du bist wahrscheinlich gerade noch im Büro. Ich wollte auch nur dieses Sex-Ding zwischen uns. Das hat mich irgendwie kalt erwischt. Deswegen habe ich auch so ein Theater gemacht bei der Eheberatung. Und dadurch habe ich mich jetzt auch beruflich in eine ganz blöde Situation geritten mit Frauen. Ich wollte nur, dass du das jetzt schon mal weißt. Ich würde dir das auch noch mal persönlich erklären, aber es ist auf jeden Fall nicht so, wie du jetzt vielleicht denkst wahrscheinlich. Ich wollte das aber... Hallo? Hi, ich bin Betty. Hallo, Betty. Ich bin Eddie. Ja klar, er ist Eddie, den zieh ich drauf, den setz dich wieder. Wie war's? Erst bin ich labil und dann soll ich mich noch verarschen lassen? Wer bin ich denn? Setz dich wieder. Lass mich. Oh. Ah, Entschuldigung. Gut, es ist ja sehr warm heute draußen, nicht? Da haben wir ja einen sehr schönen Sommer. Ja, Sommer. Ist echt ein Affenhitze heute. Ja. Eddie, ja? Und wie heißt du wirklich? Max. Und wie heißt du wirklich? Betty? Nervös? Nee. Also, nervös bin ich gar nicht. Das würde ich merken. Das ist gut. Du kommst also aus Russland? Ukraine. Ukraine. Und? Schon lange hier? 4 Monate. Soll ich weiter ausziehen? Ich dachte, wir lernen uns erstmal ein bisschen kennen. Wie bist du denn hergekommen? Aus der Ukraine. So, was wollen wir denn eigentlich machen? Oh. Ich mach keinen Natursekt. Okay. Nichts mit Peitschen, Stöcken oder Schlägen. Ja, vielleicht, dass wir erstmal einfach... Ich mach Anal, aber ohne Leck. Dildospiele, leichtes Fesseln, Spanisch, Französisch, klar. Ist meine Spezialität Französisch. Und wie wär's mit Deutsch? Deutsch? Reden. Dass wir reden, ein bisschen. Also, was du willst, ist ja dein Geld. Und die Uhr läuft, Baby, egal, was wir machen. Kann ich hier rauchen? Ja, das sollte kein Thema sein. Da kannst du dir gerne eine anmachen. Mein Bruder und mein Onkel. Verstehe. Hast dir das Leben hier ein bisschen anders vorgestellt? Aber tröste dich. Oh. Ich habe mir das Leben auch ganz anders vorgestellt. Ich zum Beispiel könnte mir vorstellen, dass ich dir helfen kann. Hast du was zu trinken? Keine Eiswürfel da. In der Annonce, da stand was von Russinnen. Ja, eine Kollegin ist krank geworden, da bin ich eingesprungen. Wieso? Steht da dir nur bei Russinnen? Quatsch! Die kann ich nämlich echt verzichten machen, die ganzen Preise kaputt. So, verstehe, wegen der ganzen Zwangsprostituierten. Ne? Was? Bist du ein Bulle oder was? Oh Gott, für Bulle hab ich noch niemand gehalten. Guck mal, du bist ja Scherzkeks eben. Oder nicht? Der ist da total amputiert, ist der doch. Scheiße, der hat das geschnallt, Mann. Verheiratet? Ach so, ja. Und? Wollen wir nicht trotzdem langsam mal so ein bisschen zur Sache kommen? Hm? Wir reden doch gerade nicht. Findest du? Ja, russische Zwangsprostitution, das ist doch interessant. Ach ja? Also ich weiß nicht, wie du so tickst, an mir ist das Ganze hier eine Spur zu schräg. Ich sag jetzt meinem Fahrer Bescheid und bin dann weg. Das hast du doch gar nicht nötig, wir müssen ja nicht reden. Hey, ich hab schon gerade extra. Ja, Moment, ich guck mal gerade. Wie viel denn? Oh Mann, wie bist denn du drauf? Das hier ist übrigens ein Landsmann von dir. Wodka? Das ist Dana. Dana, das ist Wodka. Das ist Russland. Nicht Ukraine.
Völlig richtig. Russland und Ukraine, das sind ja heutzutage zwei ganz verschiedene Paar Füße. Schuhe meine ich so. Wie die Klitschkos. Die Klitschkos sind doch auch aus der Ukraine, oder? Aber im Gegensatz zu dem hier würde ich tippen, die würden mich umhauen. Ups, was ist denn da passiert? Nichts, ist nichts. Na, nichts sieht aber anders aus. Hat dich da jemand geschlagen? Also, wenn es dieser Lemmy war oder wie der heißt, ich hab da schon mal was gehört. Ich glaube, da könnte ich schon mal was für dich machen. Hm? Ja? Keiner kann was machen. Hm. Auch Polizei nicht. Lemmy sagt, er ist viel schlauer als Polizei. Polizei hat keine Chance. Scheiße. Ich hab Victor verloren, das gibt's doch nicht. Wie ist denn mein Psycho? Die meisten sagen, ich wäre besser, wenn ich nicht rede. Ach so. Soll heißen, ich blas besser als die Russin daran, was ich so höre. Ah, du, zu dem, was du vorhin gesagt hast mit den Russinnen. Heißt das, denen bleibt überhaupt nichts von dem, was sie verdienen? Und dann guck doch mal da. Was? Das sehe ich doch, dass du nicht bloß reden willst. Ja. Das ist Kord, das beult vorne immer aus. Ja, ein bisschen. Ja, weiß ich doch. Das ist ganz lieb, aber das ist wirklich gar nicht nötig. Hör mal, wir haben doch gerade so nett wir haben doch gerade so nett geplaudert. Du. Du, das ist grau. Vielen Dank. Das war ganz hilfreich.